Ehrlich? Sagen Sie, dürfte ich mal ganz kurz stören? Schnabel, mein Name. Ingo, schönen guten Abend. Ja, Herr Schnabel. Haben Sie Ihr Müll also rausbekommen? Wie Schnabel? Sagen Sie mal, der Herr, sind Sie nicht der Betreiber des Casinos? Ja, Herr Schnabel, guten Abend. Das ist wirklich eine unglaublich praktische Gelegenheit, dass wir uns sehen, weil einer Ihrer Mitarbeiter hat mich gerade eben bewusstlos geschlagen. Und normalerweise hätte ich jetzt den Weg zum Casino aufgesucht. Das ist einfach der Alpha-Allmann. Natürlich ganz nett, wenn man mal Sie ganz kurz sprechen kann. Bitte machen Sie keine Anzeige, ja? Ja, genau, das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen. Also ich glaube, ich wurde da eher unglücklicherweise mit reingezogen, weil meine Begleitung scheinbar mit ihren Sicherheitskräften, wie soll ich sagen, Probleme hat oder ähnliches. Ja. Kommen Sie groß mit dir, dann können wir das unter vier Augen klären. Das ist großartig, danke Ihnen. Also dass ich jetzt Ihnen begegne, das ist wirklich praktisch in dem Moment. Also, weil ich gerade dachte, dass ich erstmal zum Casino fahren muss und aufklären muss, was jetzt hier passiert ist. Ja, also zum Glück wurde ich nicht ausgeraubt noch nebenbei. Ja, nee, alles gut. Herr Schnabel, der muss, sie kann ja nicht, sie ist gut, geht ja nicht ohne Grund, dass sie da angegriffen werden von den Securities. Okay. Meine Securities machen das nur im schlimmsten Fall, wenn auch wirklich dann eine akute Lebensgefahr besteht, dass man sich wehrt. Verstehen Sie das? Ja, das verstehe ich. Ja. Meine Begleitung hat scheinbar ihre Mitarbeiter beleidigt. Der eine hatte einen, sagen wir, indischen Akzent gehabt. So. Aber meine Wenigkeit hat sich da nicht mit eingebracht und auch von distanziert. So. Wir standen dann beim Würfelpark. Naja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ja, der eigentliche, wie soll ich sagen, beleidigende Herr ist scheinbar davongekommen und ich habe es abgekriegt. So. Das finde ich aber ziemlich bedauerlich, weil ich habe mich auch gar nicht mitgeprügelt oder ähnliches. Und einer ihrer Mitarbeiter konnte sich sogar an mich erinnern und sagte, dass ich in Ordnung bin. Aber ich glaube, da war das ganze Ding schon geschehen und das war natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, für meinen Fall bedauerlich, zeitgleich auch ärgerlich. Ja, yeah, das tut mir sehr, sehr leid. Ja, das ist auch für mich natürlich. Das tut mir, ich kann mich da nur entschuldigen im Namen vom kompletten Diamond Casino und Resort. Ja. Und ja. Entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht die Fresse halten da hinten? Ich versuche mich hier gerade ganz normal zu unterhalten. Nee, vielen Dank. So viel. Entschuldigen Sie. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ich habe dafür Verständnis. Ich meine, ich bin zwar hier noch neu in der Stadt, aber ja, es gibt ja immer solche und solche. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Ne? Da kann ich aber jetzt wenig tun. Ich muss mir auch erstmal die Seite von dem Security-Team anhören. Und das Security-Team ist jetzt aktuell im Feierabend. Da kann ich leider wenig machen für Sie. Tut mir leid. Ah, ja, so. I'm sorry. Sie fahren auch zufällig jetzt nicht in Ihr Etablissement und wir könnten vielleicht das kurz gemeinsam besprechen. Ansonsten will ich wahrscheinlich noch mal kurz persönlich vorbeigucken. Ja, aber was wollen Sie denn da? Das verstehe ich jetzt nicht. Was die Situation klären. Sie haben eben noch gesagt, ich soll keine Anzeige tätigen und naja, davon würde ich auch absehen. Aber ich hätte wenigstens gerne eine kurze Klärung der Situation, damit ich damit eigentlich gar nichts zu tun hatte und mir nichts zu Schulden kommen lassen habe. Gut, tamam. Steig ein Auto ein, wir fahren dahin, ja, wenn du willst. Oh, Herr Schnabel. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Entschuldigung. Ein Kopf gefickt hier um einen Moment. Ganz kurz, haben Sie auch schon den neuen Track gehört von Außer Kontrolle von Asset? Nein, leider nicht. Also ist auch nicht so meine Musik. Also ich bevorzuge eher Oldies. Wer? Ja, wunderschöne Oldies, 70er, 80er, großartig. Echt so? Ja. Video Kill the Radio Star und so weiter. Ja. Und wie Michael Jackson, du das neue UFO-Album? Das sagt mir auch nichts. Also müssen wir stehen, ich bin Ostblock Europa. UFO-Bajaktar heißt der. Der war früher immer viel in Mkoti unterwegs, in Berlin. Ah, ja, da war ich schon mal gewesen. Ne? Aber ansonsten den Künstler kenne ich nicht. Also. Und sonst vielleicht können Sie mir eines Tages da was vorspielen aus dem Osten Europas. Moment, ich steige mal kurz aus. Aus dem Osten Europas, woher denn? Ja, genau, Ostdeutschland. Deutschland, aber das erwähnt man immer nicht so gerne. Ne, die Leute fangen dann immer an zu lachen. Ja, so. Ich weiß, wieso das denn? Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Aber ich kann sagen, es war eine schöne Zeit gewesen. Klar, man ist ein bisschen gezeichnet, wie Sie sehen, die grauen Haare sind da, ja, die ein oder andere Narbe oder Stressfalte. Aber ansonsten... Ja, nee, das ist also, ich bin da komplett, ne, das ist mir egal, ne, woher Sie kommen und woher nicht. Wenn Sie ein guter Mensch sind, es gibt nur zwei Arten von Menschen auf dieser Welt für mich. Gute Menschen, die gute Taten tun und schlechte Menschen, die schlechte Taten. Ja, ja? Das verstehe ich. Das war's. Also. Ja, das sind meine zwei Arten, die ich kenne. Ja, das weiß ich. Da ist mir egal, ob sie da aus dem Osten, aus dem Norden oder aus dem Küsten oder aus dem Düsten kommen. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe. Das ist großartig. Ja, und eigentlich sagt da auch mein, wie soll ich sagen, mein Reisebüro, dass das hier ein sehr offener Ort ist und eigentlich auch man hier sehr schöne Zeiten verbringen kann. Ne? Aber... Man muss sich erstmal eingewöhnen. Gut. Guten Abend. Pass mal auf. Der Herr ist hier eben in eine nicht so schöne Lage gerutscht. Was ist passiert? Und wir sind jetzt da, um das zu klären. Szenario 1 war, dass ich mit einer Begleitung, die sagen wir scheinbar mehr zwielichtig war, hier erschienen bin.
Ja. Und wie soll ich sagen, meine Begleitung hatte dabei schon Probleme gehabt, scheinbar mit ihrem Sicherheitsteam. Der eine Herr hat einen, wie soll ich sagen, leicht indischen Akzent. So. Und da kam es entsprechend zu Schwierigkeiten. Also ich glaube, meine Begleitung hat ihn vorher beleidigt. Dann haben wir ihn in seinem Team. Das weiß ich nicht, aber der Akzent war ein wenig auffällig gewesen und das war auch der Streitpunkt. Und wir sind denn hier, wie soll ich sagen, sehr aufgeregt vom Gelände geflohen. Ich bin der Beifahrer, ich habe mich angeschnallt, was soll ich auch anderes machen, und war auch verwundert. Ja, und wie schon der Kollege sagte, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wir waren dann beim Würfelpark und ein Auto hielt an. Ich habe ordentlich auf die Fresse gekriegt, bin dabei bewusstlos gewesen, der Kollege ist geflüchtet. Aber ja, bevor ich zu Boden ging, konnte ich noch hören, dass es sich eben um den Streitfall drehte, der sich hier beim Casino mit abgespielt hat. So. Wie hat denn der Kollege hat mich auch gebetet. Oh, verzeihen Sie, mit Verlaub, aber ein Hauch so ähnlich wie Sie, aber nur einen Hauch so ähnlich. Herr Lücke, können Sie kurz einmal mitkommen? Vier Augen? Ja. Ich würde hier warten, richtig? Ja, warten Sie hier. Sie können auch gerne nicht hier unbedingt stehen, weil die reisen oft mal hier durch den Berg. Tatsächlich weiß ich eins zu eins, was passiert ist. Was ist passiert? Da war so ein Typ am Stadtpark, da war Django dabei. Ja. Und der Typ war ein bisschen, hat sich etwas rassistisch über Django geäußert. Ja. Und dadurch ist eine Rauferei entstanden und dann hat Django und sein kleiner Neffe die im Stadtpark gesehen. Und die haben, wollten dann den Typen kaputt hauen und dann hat der Herr da vorne... Hallo? Das ist ein Vier-Augen-Gespräch, einmal bitte abmachen. Oh, Scheiße, Mann. Geh mal weg, Ule. So, das war dann... Ein ganz komischer Vogel. Das war dann so halt, dass die Warte, eigentlich den Kollegen von ihm holen wollten. Da. Und dann hat er aus Versehen einen Schlag auf den Kiefer bekommen und ist dann umgefallen. Also der Herr war da gar nicht, hatte nichts mit zu tun. Der hat nichts gemacht, das war aber auch nicht der Django, der ihn kaputt gehauen hat, sondern sein kleiner Neffe. Isaac hieß er, glaube ich. Gut, dann holst du mir diese Django und Isaac hin, die sollen sich entschuldigen, ja? Das ist, guck mal, das ist ein Alpha-Alman. Das heißt, der nimmt den ganzen Laden hier auseinander, verstehst du das? Der zeigt uns an, der nimmt uns alles. Der ruft sein an, das ist ein zweiter Theodor. Der ruft sein Anwalt an und dann können wir so machen übermorgen. Verstehst du das? Verstehst du das? Der ruft sein an, der investiert der Kurs mal ein bisschen in den Anwalt und dann sind wir am Arsch. Dann können wir schließen, dann nehmen wir morgen einen auf der Straße. Deswegen, wir müssen dem Herrn das recht machen, verstehst du das? So, ja, ich habe gerade versucht, die betroffene Person anzurufen. Das war anscheinend eine große Ranglerei gerade am Stadtpark, weil es Auseinandersetzungen gab. Mhm. Und das war da absolut nicht so, dass da sie in den Angriff geraten sollten, sondern es ging um eine andere Person. Sie standen anscheinend da auch gerade mittendrin und da hat sie unglücklich erwischt. Da können wir uns natürlich entschuldigen für. Und die Person wird sie natürlich auch noch anrufen, beziehungsweise sie kontaktieren, ja, wenn das okay ist. Ich rufe nochmal an, da kann die Person vorbeikommen. Ja, das ist sehr nett. Großartig. So, ganz kurz, Sie müssen einmal hier unterschreiben, dass Sie die Entschuldigung annehmen. Mhm. Django! Was machst du? Was machst du, Django? Ich kann nicht mehr. Was, wie, du kennst dich mal? Ich klatsch dich gleich. Komm mal zum Casino, du Hund, du. Und komm mal hin. Kann ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr. Oder halt deine Füße. Wird Mann, du Hund, Walla. Steh mal auf jetzt. Komm mal hier hin. Meine Füße, Mann. Ich kann nicht kommen. Warum kannst du nicht kommen? Warum nicht? Ich bin in Prison, ich muss Prison Break machen. Ja, mach Prison Break. Okay, mach mal Prison Break. Sag mal, wenn Prison Break. Ja, yeah. Was machst du im Knast? Was machst du im Knast? Also, folgende Sache: Um 19:58 habe ich ungefähr eine Mediziner kaputtgeschlagen, Knockout. So, und deswegen ist zur Anzeige gebracht. Ich wurde auf die Verhandlung gesetzt und jetzt bin ich hier bei der Gefängnis. Gut. Dann wirst du jetzt länger sitzen, alles klar? Weil der Herr, den du eben im Stadtpark zusammengeschlagen hast, der ist jetzt hier und wir gehen jetzt zur Polizei und melden das. Und dann werden wir dir noch schön Besuch abstatten. Mit einem kleinen Kärtchen, wo drauf steht, plus 50 Hafteinheiten. Bis gleich. Herr Schnabel, super Neuigkeiten. Der Herr wurde schon zu Rechenschaft gezogen. Wir können ihn gerne in Knast besuchen, wenn Sie wollen. Ja, der Herr, der mich da überall reingezogen hat, nicht wahr? Ey, super, das machen wir so. Steigen Sie ein, ja? Ach, das freut mich ja, dass sich diese Situation doch noch so geschmeidig klärt, weil da liegt man dann im Krankenhaus und fragt sich, wieso, weshalb, warum, was hier passiert ist. Nee, das haben Sie auch nicht verdient, Herr Schnabel, ne? Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Das ist endlich jemand, der mich da auch versteht. So, ich muss sagen, diese Leute am, wie heißt dieser Park nochmal, dieser Würfelpark, das waren, naja... merkwürdige Leute zum Teil. Da konnte man sie auch gar nicht so richtig gut unterhalten oder irgendwas. Also das war, nee, das sind auch nur Asoziale, ne? Das sind die ganzen Assis, ne? Muss man sagen. Mhm. Das ist ja auch nicht so, das ist ja auch nicht so in meinem Klientel eigentlich vorgesehen, dass da solche Leute im Casino sind. Mhm. Und sonst, Herr Schnabel, was haben Sie so gemacht in Ihrer Vergangenheit, berufliche? Ach, das ist ein sehr langer Werdegang. Also wie soll ich sagen? Problem ist, oder was heißt das Problem? Man lernt ja auch mit den Dingen zu leben und macht aus der Not eine Tugend, ja. An sich habe ich eine multiple
Persönlichkeit und es gibt noch Igor Schnabel. Das Reisebüro war damit sehr, wie soll ich sagen, im Einklang gewesen. Es war vernünftig gewesen, ja. Als ich noch klein war, wurden meine Eltern ermordet und natürlich war das ein bisschen heftig zu verarbeiten. Dafür hat sich denn Igor mit abgespalten und statt, ich sag mal, so zu werden wie diese Leute am Würfelwerk. Ach, gar kein Problem. Das ist ja nun schon sehr lange her und auch alles geklärt. Aber wie auch immer, Igor hat eine Richtung eingeschlagen in Richtung Psychologie, Philosophie bis hin auch zu buddhistischen Themen und dementsprechend hat sich das Leid in etwas Positives gewandelt, muss ich sagen. Ja. Man ist so ein bisschen, ein, wie sagt man, ein Tausendsasser. Ne? Und ich suche ja hier auch gerade sowieso nach Tätigkeiten. So bin ich erstmal zu der psychiatrischen Klinik gefahren im Norden, da gab es sehr nette Kontakte. Schnell, bitte. Ich muss kurz, mein Festplatte kommt gar nicht hinterher, verstehen Sie? Ich muss ein bisschen, alles gut, also, ja. Das tut mir sehr, sehr leid mit Ihren Eltern. Ich muss das erst verarbeiten. Ich bin bei sowas immer sehr emotional. Ja, tut mir sehr, gar sehr kein Problem, Herr Kollege. Ich habe da vollstes Verständnis. Guten Abend, wir würden den Django besuchen. Gerne. Nee, tut mir leid, es ist heute leider nicht möglich. Ich bitte Sie, leider. Sie können gerne, es ist gar kein Stress, es geht nur ums normale Reden. Der Herr neben mir, der hatte ein schlimmes Aufeinandertreffen mit dem Django und es geht nur um das zu klären. Ja, das ist das Opfer, weshalb der Herr Django ist im Knast ist. Mhm. Und das ist auch für den Herrn einfach ein psychischer Akt und Schritt, dass wenn wir jetzt reingehen können, dass er das verarbeitet. Verstehen Sie? Ja, aber wir sind ja hier nicht zum Verarbeiten da. Ne? Es tut mir leid, ich habe die Anweisung, dass aktuell keine Besucher gestattet sind. Wer macht die Anweisung? Die hat der Sergeant gemacht. Kann ich vielleicht mit dem Sergeant reden? Das wäre echt super. Ich kann gerne mal schauen, ob der Sergeant Zeit hat, aber ich glaube, dass wir ihn auch nicht bringen. Auto. Wait, Silberman, entspann dich mal, hallo, so, noch ganz einfach, warum muss man denn der gleiche, ne? Das ist bedauerlich, wirklich bedauerlich. Das ist wirklich schade, ich verstehe auch nicht warum, ne? Weil hier sind ja genügend Polizisten. Weil der Herr anscheinend ja eine Gefängnisstrafe absitzt und da ist halt kein Besuch erlaubt. Wie? Aber das ist doch logisch, man kann doch wohl Leute besuchen. Ja, das ja ist aber doch nicht um 1.25 Uhr in der Nacht. Ja, aber warum denn nicht? Ja, das ist doch, wenn hier genügend Kräfte da sind, das weiß doch, wenn einer mit uns runterkommt, der hinten steht, es geht nur um 5 Minuten. Ja? Ich verstehe ja anlegen, aber dafür haben wir leider nicht genug Kräfte aktuell. Ich denke, da gäbe es auch noch Details, die den, wie hieß der Herr Django, die ihn wahrscheinlich verteidigen würden, weil, naja, ich bin ja eigentlich nicht geplant das Opfer gewesen, aber es ist verständlich, dass er jemanden gesucht hat. Es ging so um Rassismus und Beleidigung, sehr unschön, also er ist damit jemand aufeinander getroffen. Mhm. Es wäre schon hilfreich, wenn man sich ganz kurz mit Herr Django besprechen könnte. Ich verstehe Sie, aber ich war mit dem Fall leider nicht betraut, ja, dementsprechend kann ich Ihnen halt dazu keine Auskunft geben und kann Sie da jetzt leider nicht als Besucher reinlassen. Das ist nicht möglich. Mhm. Ja, was du sie tun? Das ist wirklich schade. Ne? Ich was verstehe halt nicht Zeuge? Den Kuhn. Ne? Also eigentlich bin ich ja damit Zeuge. Entschuldigung, dass ich ihn ins Wort gefahren bin, Herr Oleke. Alles gut. Ja. Also ich bin ja Zeuge von diesem Akt, der da passiert ist, warum der Herr Django jetzt im Gefängnis sitzt. Das ist ja schon... Verstehe ich, aber der Fall ist ja anscheinend schon abgeschlossen, sonst würde er ja keine Haftstrafe absitzen. Okay, dann wünsche ich Ihnen auch erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja, das verstehe ich. Da hätte man auch etwas mehr Kompetenz oder auch Einfühlungsvermögen erwarten können. Aber Entschuldigung, ich bin gestolpert, die Treppe runtergestolpert. Ja. Oh mein Gott, grüßen dich. Oh. Das ist der. Guten Tag, das ist schön, Sie wiederzusehen. Also, wir hatten so ja gar kein Problem. Einen Moment, bevor Sie weiter mit den Tobias. Moment. Kommandant, ich bin der. Steh zu Dienst. Ja, hier, Schnabel. Ne, was hast du denn mit dem Schnabel angestellt? Mit dem Herrn Schnabel? Entschuldigen Sie mich, Herr Schnabel. Was ist da passiert? Ja? Ich hab gar nichts gemacht. Ich kenn den gar nicht. Ja, ich sag dann, Der will einfach schmeißen ins Geld haben. Ich kenn solche Leute. Die gehen immer auf uns drauf, Kommandant. Immer auf uns, du weißt du. Das war gar nicht meine Intention gewesen. Da muss ich mich entschuldigen. Ich hätte Ihnen eher den Namen geliefert von der Person, die Sie vielleicht noch suchen. Ja, also ich meine, der Herr hat sich den ganzen Abend irgendwie. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Angezogen. Ich weiß Am nicht, wovon du sprichst. Wir hatten verschiedene Zeugen gehabt. I don't know you, my friend. Ja, ansonsten würde ich ja nicht den Herr Oleke aufsuchen oder hätte mich zum Casino begeben. Ja, wenn Sie Geld holen, ich habe leider like kein Geld. Das funktioniert nicht bei mir. Davon hat gar niemand gesprochen, dass ich Geld verlange. Geht nicht um Geld, Django. Ja, vielen Dank. Ja, haben Sie eine schöne Abend. Ich habe kein Geld, wirklich. Sag mal, verstehst du das nicht, Django, den ernsten Lage? Ich versuche mich zu scammen. Herr Oleke, das tue ich nicht. Eigentlich glaube ich, sollten Sie das auch mitbekommen haben, dass es hier nicht um das Geld geht, sondern eher um die Aufklärung der Situation vielleicht so. Es geht um Aufklärung. Okay, dann klemm ich mal auf. Was habe ich angeblich gemacht? Sie haben mich mit Ihren Kollegen im Würfelpark bewusstlos geschlagen. Einspruch. Wann war das gewesen? Ich habe mein Alibi. Moment. Warten Sie ganz kurz. Könnten Sie noch mal ganz kurz sprechen?
Mein Name ist Django. Herr Ulleke, ich bin mir unsicher, ob das der Django war. Haben Sie noch einen Kollegen, der mit Akzent spricht? Und der Herr mit der hohen Stimme war noch dabei gewesen. Ja, ich kenne einen, der heißt Bruce Clinton, das ist mein Cousin. Könnte das Ihr Cousin sein? Ich spreche also, schon deinen Cousin, hast du verstanden? Hör mir mal so halt jetzt. Neu in der Stadt, also. Ja, war er das jetzt oder nicht, ist die Frage. Weißt du, ich bin im Stadtpark und hätte eine Schlägerei, Django? Nein, ich hätte einen Schläger mit Medizin, aber nicht mit ihm. Wenn ich so direkt fragen darf, und Sie wurden auch nicht als indischer Call-Service-Mitarbeiter beleidigt. Nein. Herr Ulleke, es war ein anderer Kollege von Ihnen, aber warum saß denn der Herr Django im Gefängnis? Kann das sein, dass ich hier zwei Fälle ungünstig überschnitten das habe? Das kann schon sein. Hier gibt es schon sehr viele Leute, die sich... Ich weiß nicht, Tobias, ob du deinen Ohren schmeißt, deinen Ohren gepustet, aber ich habe gerade gesagt, dass ich wegen den Medizinern im Gefängnis bin. Ja gut, Herr Schnabel. Dann klären wir das wann anders. Das ist der Herr Schnabel, nicht der Tobias. Ich denke nicht, dass ihr beide auf einer Höhe seid, euch da gegenseitig zu duzen, ja? Beziehungsweise okay, du in Duz, ja? Bitte. Okay. Herr Schnabel ist der Name. Tut mir leid, Herr Schnabel. Pardon, excuse me. Es tut mir leid. Vollstes Verständnis. Das kann ja mal vorkommen. Das ist ja auch ein Fehler meinerseits gerade passiert scheinbar. Ja, und deswegen möchte ich deswegen... Wenn Sie die Beleidigung nicht erfahren haben, dann muss ich das da anderweitig überschnitten haben. Aber ich weiß ja nicht, wer... Ja, so ein bisschen wie stille Post war. Wenn die Mitarbeiter da miteinander sprechen, etc. Und in der Nacht passiert viel. Super, hätten wir geklärt. Wir fahren mal kurz zum Casino. Kann ich Sie irgendwo ablassen? Oder Ihre Nummer würde ich mir noch gerne nehmen und dann... Es wäre mir eine Freude, den Kontakt mit Ihnen auszutauschen, da bin ich ganz ehrlich. Ne? Mhm. Weil ich glaube, das könnte ein besserer beruflicher Nährboden sein, als Jobs am Würfelpark oder im Müll rumzukramen, was ich heute schon hinter mich bringen musste. Grausam, sage ich Ihnen, grausam. Ich merke auch tatsächlich, wenn ich mit Ihnen hier rede, dann lerne ich mehr als in 20 Stunden Deutschunterricht früher in der Schule. Ne? Ach, ja, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also mit Ihnen bildet man sich nur weiter. Ist besser als mit dem Gesuchs am Stadtpark, ne? Wo man die ganze Zeit nur ey, Dicker und Stück Scheiße und ELE, Sohn, ELE und so. Ne, Sie wissen selber nicht, wie man da verkehrt. Ne, das ist halt, grausam. Ne, ist absolut nicht. Das geht nicht sowas, ne? Na, ich habe da volles Verständnis. Das ist so, man fühlt sich da auch einfach nicht wohl sozusagen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, wie ich schon sagte, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das heißt, wenn man den Haufen Müll anstellt mit den Leuten dort, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dann wieder Müll wieder fährt. Was ich heute am Abend ja schon erlebt habe, bedauerlicherweise. Ja, kannst du mir deine Nummer geben? Na, aber sicher doch, also. Das ist die 179. Hier. Ja, ein Bindestrich. Hier. 3049. Nabel Ingo. Ingo Schnabel. Hier, perfekt. Ingo, kann ich dich irgendwo ablassen? Ich überlege gerade, vielleicht an einem Hotel. Der Tag war recht lang gewesen und... Ja, ich denke, es ist jetzt die beste Zeit, ein bisschen die Füße hochzupacken und noch zu entspannen. Super. Ja, es ist ja schon zu später Stunde. Ich schau mal ganz kurz auf die Uhr, 1.40 Uhr, jawohl. Was wird sich denn angeschaut heute in der Ruhe? Das weiß ich nicht. Netflix ein oder... Netflix, das ist sehr modern, manchmal, ja. Aber eigentlich bin ich ein großer Fan von Arte. Kennen Sie Arte? Deutsch-französischer Sender, da kommt manchmal großartiger Kram, das kann seit später Stunde genau das Richtige sein, ja. Ansonsten gab es auch immer noch so ein Programm, wo man so einer Zugfahrt beobachten konnte, wo einfach nur dieser Zug stundenlang fuhr, ne? Und das ist dann nach diesem anstrengenden Tag vielleicht genau das Richtige, um einzuschlafen. Kennen Sie das? Haben Sie das schon mal gesehen? Das ist kein Testprogramm, aber es läuft. Es gab auch schon Aquarien und Lagerfeuer und ähnliches, aber besonders der Zug hat es mir angetan. Das ist so ein 10 von 10, Alter. Das hört sich sehr spannend an, auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit 4 Blocks? Kennen Sie das? Das sagt mir nichts. Ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich habe jetzt weder Inhalte noch Schauspieler vor Augen. Also. Kann ich Ihnen empfehlen? 4 Blocks heißt es. Ja, ich werde es mir versuchen zu merken und tippe mir das einfach mal mit ins Telefon ein. Sehr gute, morgen sehr so nicht. Also so viel Kriminalität, das kann ich mir einfach am Abend dann nicht antun. Ich habe noch eine Empfehlung zurückgeben können, aber es ist schon länger her. Na gute Filme sind selten, muss ich sagen. Sie schauen viele aber Filme, kann sind, das sein? Ja, sehr viele, aber wir sind jetzt leider schon da. Ich hätte gerne noch mit ihm weitergeredet. Das ist das Maison Ricard. Das ist einer der besten Hotels, die wir hier haben in Lausanne. Ach, das klingt ja großartig. Ich gucke noch mal ganz kurz auf mein Mobilgerät, Ulleke, hier, da habe ich auch Ihre Nachricht. Super, ich werde wahrscheinlich noch mal ganz kurz antworten. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine, ja, wie soll ich sagen, entspannte Nacht. Scheinbar gibt es ja hier viel zu tun oder auch sehr viel Stress. Ne? Mhm. Vielen Dank für die Fahrt, für Ihr Bemühen, das Verständnis. Ja, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich noch mal, aber ich denke schon. Ja, auf jeden Fall. Super. Guten Abend. Bis dann. Tschüss. Oh, warten Sie, ich bin noch im Handy. Ja, wäre gut, wenn Sie aussteigen. Ja, da haben Sie recht. Ciao. Ja. Bruder, das war gerade 30 Minuten lang...
Ey, wisst ihr, wie ich mich fühle, Chat? Wie wenn ich von einem Elternabend nach Hause gekommen bin. So fühle ich mich gerade. So fühle ich mich gerade. Ich bin gerade von einem Elternabend nach Hause gekommen. Ich habe gerade so 30 Minuten lang mit Lehrerin geredet einfach. Leave me behind.